An Tag 3 fährt Tom ganz schön was auf. Wir fahren in sein Bibabo ein. Bibabo steht im Sächsischen für alles Mögliche. Alles möglich zu machen, unser Motto. Los geht's. Sehr gerne, wenn alle bereit sind. Schluss mit Spielen, das wird gegessen. Ja, schon cool, ne? Bisschen Billard spielen und dann gibt's was zu essen. Der Anstoß für einen erfolgreichen Abend. Also den Wasabi schmecke ich fast gar nicht raus. Die Pommes haben mir nicht so super getaugt. Eine Punktlandung sieht anders aus. Ich konnte nicht weiter essen. Dieser Hummus, die war super, super, super stark gewürzt für mich. Der Rest fand's ja Bombe. Also dass man dann im Vorfeld immer so gleich so theatralisch, das konnte ich nicht weiter essen. Oh. Wir sind heute im Südwesten von Leipzig in Plagwitz. Antonio steht bisher bei 28, Johannes bei 26 Punkten. Für Tom liegt die Chance, heute die Führung zu übernehmen, zum Greifen nahe. Der Profi kommt, die letzten Meter sogar per Pedes. Kommt der Zug mit dem Süße an. Wir sind tatsächlich hier richtig, in Plagwitz, und zwar bei Tommy. Tommy ist tatsächlich im Bahnhof mit seiner Gastronomie. Achtung, der Mann hat Kultstatus hier. Der hat vor 30 Jahren das Ding gepachtet, gemietet, vielleicht gekauft, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall umgebaut und hat es zu Bibabo gemacht. Also ich sag mal, das klingt so ein bisschen nach richtig originalen Kneipenfood, oder? Der gelernte Maschinenbauer liebt die Gastronomie. Was steckt denn hinter dem Namen? Bibabo heißt Billardbahnhof und bei dem Bo scheitern alle Gäste, heißt Bistro. Weil wir in den 90er Jahren angefangen haben, 91, 92, als das noch ein Bahnhof war und als es noch Reisende gab, die versorgt werden wollten. B steht für Billard, habe ich verstanden. Bar steht für Bahnhof. Und Bo steht für Bistro, hast du gerade gesagt. Muss ich nochmal nachfragen. Allein im Außenbereich gibt es Platz für 170 Gäste. Bibabo ist deswegen besonders und einzigartig im Konzept, weil es Gastronomie und Billard verbindet. Man sieht öfter Billardhallen oder Restaurants, aber eben selten beides zusammen und vor allen Dingen auch nicht in so einem Niveau. Von der Mischung will sich jetzt unser Mike überzeugen. Moin, Mike. Grüß dich. Herzlich willkommen in Plagwitz. Schön, ja, danke, cool, danke, dass du da bist. Und das ist jetzt dein, wie war das damals bei dieser einen Werbung, ne? Mein Haus, mein Garten, mein Bahnhof oder was? Das ist mein Bahnhof. Ja, ich hab nur einen geschafft, bei Monopoly wären vier cool, aber einen habe ich bloß. Aber der beschäftigt mich auch ausreichend. Ja, das glaube ich wohl. Monopoly. Entschuldigung. Schon gut, gehen wir mal lieber rein. Hier war früher ein Snookertisch. Wir hatten nur Billard und ein paar begleitende Plätze. Und jetzt sind hier 40 Plätze im Restaurant entstanden. Unser erster Schritt in Restauration vom Billard ist schon zurück. Okay, also Billard sieht man ja jetzt hier, ne, steht einfach wirklich im Fokus. Ne? Also deswegen Bibabo, das habe ich auch verstanden. Billard, Bahnhof. Bo habe ich nicht verstanden. Bostro, Bistro. Also, aber ja, Bockwurst. kann, aber ist es aber nicht. Ist es nicht, ist es Bistro. Bostro, ist es Bistro. Ja, aber warum Bo für Bistro steht, kapiere ich nicht. Die Bezeichnung Restaurant, du verzeihst mir, das ist für mich schon mehr Bistro. Und ich habe auch ganz frech Kneipenfood. Ich glaube jetzt nicht, dass du gerollt, gewickelt, auf, unter, innen, drin, mit, bei Blätterteig, das gibt's hier nicht. Ich glaube, das wird eher so ein bisschen Kneipen-Bistro-Style sein, oder? Das waren wir auch lange Zeit, haben uns in den letzten Jahren mit verschiedenen Küchenchefs entwickelt. Mhm. Und jetzt mit dem Steffen im Glücksfall noch mal in Corona noch mal einen richtig geilen Mann bekommen, super, der die ganze Küche, das ganze Restaurant mit sich zieht. Okay, das klingt jetzt wirklich spannend. Ich glaube, so wie der Tom das jetzt erklärt, wird mich halt doch mehr als nur eine Currywurst Pommes erwarten. Und der hier, der herrscht über die Teller, Küchenchef Steffen. Steffen, Besuch im Haus. Moin, moin, Herr Kollege. Sein rund 40 Quadratmeter Reich. Das ist aber ein tolles Küchlein, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, also das hat jetzt mit Kneipenküche nichts zu tun. Das ist wirklich Restaurantküche. Also die Überraschung läuft gerade. Ne? Was hast du vor mit mir? Also wir machen heute einen schönen Singleburger oder auch wie er bei uns heißt, der Bibabo-Burger. Ich gehe davon aus, dass da nur eine Frikadelle drin ist oder wie wir heute so modern ja sagen, ein
Patty. Das heißt, wir machen, hier ist, wird irgendwas gekocht. Ne? Genau, das sehe ich doch. Das sind die Vorbereitungen für die Barbecue-Soße. Wo Cola steht, wird Barbecue-Soße gemacht. Genau. Okay, der cool. Der Whisky steht nicht weit weg. Naja, er macht die Barbecue-Soße tatsächlich selber, ne? Aber ein bisschen was zu tun haben will der Profi ja auch noch. Bist du alleine hier? Das ist eine große Küche. Nee, wir sind insgesamt 4 Köche und nochmal 3 Teilzeitkräfte. 4 Köche haben die und Aushilfen, ne? Ja, keine Ahnung, die haben ja echt Erfolgsfaktor Mitarbeiter, ne? Vielleicht spielen die gern Billard oder so. Solange alle die Töpfe im Auge behalten. Also, leichtes Karamell, nicht zu viel Farbe, sehe ich. Genau. Ist das richtig? Genau. Okay. Whisky für die Rauchnote in der Barbecue-Soße. Genau. Steffen hat noch weitere Zutaten in petto. Ein Orangenpfeffer sehe ich, hast du da drin? Orangenpfeffer habe ich mit drin. Da ist ein Knoblauchgranulat machst du rein. Und eben das Rauchsalz, das ist quasi das hier. Das ist die Würzmischung, genau. Die Whisky-Note ist jetzt schon fast weg, es ist jetzt schon ausgekocht. Der Geschmack bleibt natürlich drin. Und dann machen wir jetzt erstmal die Barbecue-Soße rein. Dass er dann als Grundbasis schon mit einer Barbecue-Soße arbeitet, finde ich in Ordnung. Er gibt ja wirklich seinen eigenen Touch da rein. Bei einer Prise, Steffen, bleibt's aber nicht. Dann jetzt lassen wir das noch knapp eine halbe Stunde auf kleiner Flamme ein bisschen köcheln, dass auch wirklich alles schön sich entfaltet. Was machen wir zwischendurch? Zwischendurch machen wir schon mal die Burger Patties fertig. Auf geht's. Und Honig und Cola? Oh, Mensch. Ah, danke. Dankeschön. Ja, kann man ja auch vergessen, ne? Ah, herrlich. Dürfen wir jetzt die Patties machen? Sofort, Mike. Jetzt. Das schaut nach 100% Rind aus, wenn ich das erwähnen darf, ne? Oder? Das ist 100% Rindfleisch. Vom Metzger. Vom Metzger, beziehungsweise nicht direkt vom Metzger. Wir haben da jemanden, der betreibt Elbweiderinder. Aha. Also das finde ich jetzt auch toll, was ich da höre. Sie achten auf Qualität. Und ein Elbweiderind wird dann eine Vermarktung sein von eben Bauern, die an der Elbe Wiesen haben, wo eben das Rind weiden kann. Das Brot müssen wir noch ein bisschen einweichen. Normalerweise ist das ja nicht mit Ei, nicht mit Senf, nicht mit Brot, weil das ist ja unsere gute alte Bulette, ne? Genau. Könnte man doch, ich finde das eigentlich schön, wenn man hier bei euch in der Region, ich hole mir ein Handtuch hier, nicht wundern, Leute. Wieso kann man nicht Bulettenburger mal etablieren? Oder weißt du, was das ist? Mal sprechen, ja. Ja, aber das ist für mich, was du da gleich machen wirst, ist eine Bulette. Das ist richtig. Ich habe nichts gegen Frikadelle, ich würde es dann aber auch so benennen. Senf habe ich jetzt einen Löffel drin. Ja. Da machen wir ein ganz klein bisschen Cayennepfeffer rein. Und jetzt pürieren wir das einmal alles durch und dann wird das mit dem Brot nachher. Dadurch, dass Senf sowieso in den Burger ist, darf ich das damit ein bisschen umrühren. Sehr gerne. Oder? Das ist ja wurscht dann. Wurscht, Bulette, Frikadelle. Rein kommen jedenfalls noch Salz und Pfeffer. Jetzt haben wir das Ei, das Brot, das Hackfleisch. Zusammenführen. Genau, jetzt führen wir es zusammen. Jetzt machen wir hier ein bisschen von der Würzmischung rein. Muss das eingefettet werden, oder? Nee, dafür haben wir hier das Backpapier. Ah ja, logisch, okay. Wir legen unten ein Backpapier. Und unten eins, okay. Genau. Kommt das rein. Ja, so geile alles, Pressen. Alles. Ah, ja. Wenn man so die Buns sieht, dann weiß man, die kommen jetzt nicht aus dem blau-gelben Großwarenhandel, nee, ne? Sondern Fall. Die kommen vom Bäcker, ne? Genau. Erwartet man ja vielleicht auch nicht unbedingt, wenn man in eine Billardhalle geht. Oder? Ist ja keine Billardhalle, Mike. Ist das Bibabu. Zwiebelchen kommen rauf. Genau. Tomaten kommen rauf. Genau. Salat. Richtig. Kommt auch rauf. Genau. Und Gürkchen, oder? Genau. Dann machen wir uns ein kleines Salatbouquet. Okay. Passt. Also dann, ich gehe mal raus zu Tom, würde ich jetzt sagen. Ne? Steffen kommt kurz danach hinterher. Vorsicht, Teller ist heiß. Danke, danke. Und so sieht's auf dem Teller aus. Warum nicht? Einfach mal einen schönen Burger. Schmeckt's denn auch schön? Der Burger ist von der Saftigkeit gut und dein Bun ist wirklich schön getoastet. Beim Patty bleibe ich dabei. Das ist jetzt kein Burger-Patty, das ist ein Buletten-Hamburger für mich. Wenn du Hamburger schreibst, im Wettbewerb kommt ein Kollege, der könnte schon zu dir sagen, boah, das ist ja sehr fein strukturiert, weil es wie ein Hackfleisch ist. Mhm. Dann durch Ei, durch die Brotmasse, kriegt es die Konsistenz von einem Frikadellchen. Ja. Und ich glaube, Buletten sagt ihr dann eher. Ne? Mhm. Ich hätte das aber nicht geändert, weil es schmeckt gut. Ich würde vielleicht mal drüber nachdenken, ob ich es Bulettenburger nenne. Und noch besser ist nicht Bulettenburger, sondern Grillettenburger. Ne? Weil die Grillette ist der alte Burger
der DDR. Mir schmeckt die Barbecue-Soße sehr gut. Bei den Pommes, gut gebacken, fertig. Da würde ich mir drüber nachdenken, ganz ehrlich. Für den Wettbewerb, alles Gute. Er hat in dem Sinne recht mit der Bulette, dass es kein klassischer Burger ist. Aber unsere Gäste lieben es so. Und wir würden es, glaube ich, auch so beibehalten und dann auch den Tipp zu Herzen nehmen. Lieber dem Gast sagen, pass auf, das ist nicht amerikanisch, das ist Bibobo-Style. Schön hier am Tisch sitzen, ne? Ey Leute, ich grinse mir ein. Ne? So, Originalzitat Tom. Der Ossi mag Beständigkeit. Ne? Finde ich richtig cool. Ich finde das toll. Das ist ja, das hat einen Wert. 30 Jahre macht er das. Ich habe einen tollen Burger gegessen. Ich habe meine Ratschläge dagelassen. Ich würde einfach nur namentlich was ändern. Und er passt sich auch so der Saison an. Jetzt hinter mir noch ein bisschen Spargel liest man. Also, man kann alles haben. Und Bowls gibt es auch. Und Currywurst gibt es natürlich auch. Klar. Also, ja, natürlich. Schön, dass er mitmacht.